Hallo, ihr schleudertraumatisierten Siberia-Liebhaber und Liebhaberinnen und damit herzlich willkommen zurück zu Siberia 2. Und ich glaube, im Hintergrund, da wartet es auch schon auf uns. So, warte mal, ich gehe natürlich erstmal wieder in die andere Richtung und guck mal, was da so abgeht. Oder ob sie da was sagt. Nee, die Alpha-Wand sagt... Oh, die Alpha-Wand sagt doch ja. Boah, sieht man ja fast nichts. Aber anscheinend kann man ja hier lang gehen. Am liebsten gehe ich immer zuerst die unkonventionellen Wege, die ich eigentlich noch nicht gehen soll. Na, guck mal, hier geht es tatsächlich lang. Ach, das ist hier Ivan oder Igor, wie die heißen. Einer der Burghoff-Brüder, ne? Hallo. Ah. Oh. Immer die Ruhe bewahren, Herr Igor. Hören Sie? Oh, ja, was ist denn mit dem passiert? Ich glaube, wenn sein Bruder fehlt, fehlt auch ein Teil des Gehirns. Weißt du, wie bei Pinky und Brain? Naja, egal. Wo ist Hans? Hans? Der kleine Kreis? Weiß nicht. Was heißt, Sie wissen es nicht? Sie haben ihn doch entführt. Haben ihn auf dem Motorschlitten gelassen. Ivan und ich sind rauf auf die Thünhügel. Ich bin dann wieder runter. Und der Alte war weg. Verschwunden. Richtig so, Hans. Sehr gut. Unmöglich. Er ist total geschwächt. Es ist wie... Ich sage, Fräulein, glauben Sie mir. Ob ich dir glaube, weiß ich nicht so richtig, aber vielleicht hat dieser Ort Hans ja neues Leben eingehaucht. Was ist los mit Ihnen, Igor? Haben Sie den Verstand verloren? Ist nicht so abwegig, die Frage. Weiß nicht. Mir ist kalt. Und Hunger habe ich auch. Und die Geister... Was reden Sie da? Geister? Sowas gibt's doch gar nicht. Ach, Kate. Doch. Die Jukal-Schamanen haben die Geister beschworen, damit wir ihr Elfenbein nicht klauen. Richtig so. Na, dann rühren Sie das Elfenbein eben nicht an. will ich ja gar nicht. Aber Ivan, ich will weg hier. Warum bleiben Sie da? Ja, Angst vor bösen Geistern. Ein großer Junge wie Sie. Hat man sowas schon gesehen? Hey, Männer dürfen auch Angst haben. Sei mal nicht so diskriminierend hier. Warum habt ihr den Zug gestohlen? Ivan sagte, der Zug bringt uns zum Elfenbein. Und dass wir... reich würden wie die Könige. Nun, das wird wohl nicht passieren, was? Bin gleich zurück, Igor. Achtung! Achtung vor den Geistern! Den bösen Geistern. No, der tut mir richtig leid irgendwie. Igor? Nein! Wollte ich nicht, Entschuldigung. Bin gleich zurück. So, wir gehen mal hier lang. Hä? Achso, sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder was? Ach nee, hä? Nee, doch. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich glaube, der Igor hätte das ja ohne seinen Bruder auch nie gemacht. Weißt du, also... Kann man ihm denn einen Vorwurf machen? Weiß er überhaupt, welche Verantwortung er da trägt? Dass es nicht in Ordnung ist? Ich glaube nicht. Und er vertraut seinem Bruder ja auch. Das heißt, wir sollten vielleicht eher den anderen zur Verantwortung ziehen. Also, hä? Was ist denn hier jetzt? Ich check's wieder nicht.
Aber das ist echt kompliziert hier. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Das ist so ein bisschen labyrinthartig gerade. Ah, Telefon. Sehr gut. Ja, Oscar? Cakewalker? Haben Sie diesen unheimlichen Schrei gehört? Sehen Sie sich vor, ein wildes Tier streift herum. Vielleicht der Yuki. Hab's gehört. Schien aber nicht von einem Tier zu stammen. Wenn Sie nichts dagegen haben, bleibe ich hier und bewache den Zug. Na klar. Natürlich, Oscar. Ich verstehe. Ich bleibe mal hier und bewache den Zug. Was für ein Tier? Der Yuki kann es ja nicht gewesen sein. Ich habe auch nichts gehört, ehrlich gesagt. Das ist der Motorschlitten der zwei Halunken. Und einen davon haben wir ja gefunden. Das heißt, der andere ist vielleicht da oben. Ach, das ist der Schrei. Verstehe. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Da fehlt wohl ein Teil. Vielleicht die Matroschka. Hier. Das funktioniert nicht. Oder willst du Knochen, ein Opfer? Das funktioniert nicht. Oder willst du meinen Bauplan? Das funktioniert nicht. Angelführer. Das funktioniert nicht. Nee, ich glaube, da haben... Oder, warte mal. Süßigkeiten? Das funktioniert nicht. Okay. Also wenn er auf Süßigkeiten nicht anspringt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwas ist, womit wir da rein können. Kann das sein? Oh, ist zu platt, ja. Ach, nichts zu machen. Einfach zu rutschig. Können wir mit dem Motorschlitten? Na gut, dann hätten die den ja auch genommen, wenn es funktioniert hätte. Das ist der Motorschlitten, der zwei hat. Ja. Ah. Eine Dasch. Schneeschuhe? Ach nee, Mulldecke. Okay. Noch was? Nee. Fisch. Mulldecke. Also entweder jetzt hier für diesen Bereich. Ach, nichts. Okay. Ich dachte, sie nimmt die Mulldecke. Oder sollen wir die Igor bringen? Wir haben... Achso. Ich wollte gerade sagen, wir haben viele Möglichkeiten. Hä? Achso, jetzt ist der Schrei weg. Ah. Sollen wir jetzt nochmal zu Igor gehen? Warte mal. Ich gucke mich hier nochmal richtig um. Ich will nicht wieder irgendwas übersehen. Es ist so leicht, hier Dinge zu übersehen, wenn man keine Maus hat. Finde ich. Hier ist gerade nichts. Das haben wir erledigt. Wir kommen da nicht hoch. Boah, das sieht schon bombastisch aus, ne? Aber das ist schon ein bisschen furchteinflößend, wenn man das so sieht. Ne, du kommst irgendwo an. Das ist so ein riesengroßes Gebilde. Herrlich. Vielleicht können wir nochmal mit Oscar... Ach, wir brauchen eigentlich nicht mit Oscar reden. Ist, glaube ich, Quatsch. Was soll er uns denn jetzt auch... Oder obwohl... Nee, warte mal. Vielleicht hat er ja irgendwas, womit wir da hochkommen. Schneeschuhe oder dergleichen. Frag doch mal was zu unserem Abenteuer hier bei. Aber, Oscar, was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Die Schienen führen geradewegs in diesen Hügel. Ich musste die Notbremse ziehen. Haben Sie vielleicht eine Weiche verpasst? Wollen Sie etwa andeuten, ich wäre defekt? Nein, natürlich nicht. Sie sind offensichtlich in bester Verfassung. Und ich bin mir ganz sicher, Kate Walker, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Naja, ich denke, man hat vielleicht einfach jemand vergessen, Schnee zu schieben. Ne? Wir kamen da Winterdienst noch nicht durch und wir sitzen halt jetzt hier fest. Ich meine, es schneit ja auch was. Was willst du machen? Da sind die Schienen nun mal manchmal bedeckt. So, ich frage mal erstmal wegen Igor. Ich habe Igor Burgov gefunden. Was? Diesen gemeinen Wüstling, der mich so grob behandelt hat? Wie es aussieht, jagt ihn dieses Heulen mächtig Angst ein. Jetzt nicht mehr. Was für ein Angsthase. Nicht jeder besitzt ihren heldenhaften Mut, Oscar. Eben. Eben. Yuki? Der Yuki riecht wohl etwas. Haben Sie gesehen, wie der weggeflitzt ist? Sind wir ihn endlich los? Korpulente Haustiere sind sowieso nicht im Zug gestattet, Kate Walker. Aber... Selbstverständlich, Oscar. Aber Romo muss doch mitkommen. Den können wir doch nicht einfach hier lassen. Obwohl, es ist vielleicht sein Zuhause. Ach, wir haben doch überhaupt kein Recht,
über den Instinkt dieses Tiers zu urteilen. Schier unmöglich, auf diesen Hügel zu kommen, Oscar. Eine einzige Rutschbahn. Vielleicht hilft Ihnen dieses seltsame Gerät am Fuß des Hügels weiter. Schon probiert. Hm, kann's ja mal versuchen. Hä, aber ich hab's doch schon probiert. Hans ist ganz sicher da oben. Beeilen Sie sich, Kate Walker. Diese Kälte tut ihm sicher nicht gut. Du könntest auch mal hier die Türen zumachen. Sonst friert das Öl wieder ein. Hans ist ganz sicher da oben. Beeilen Sie sich, Kate Walker. Ja, das hatten wir schon. Oscar, vielleicht könnten wir noch ein Stück weiterfahren. Ja, gut, das ist... Damit wir in den Hügel fahren? Nein, nein und nochmals nein, Kate Walker. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles obsolet. Ich klicke jetzt das nochmal an. Hans ist ganz... Beeilen. Okay. Ich gehe los. Ich warte. Ja, wartest auf mich? Wir warten alle gegenseitig aufeinander. Na, warte mal, dann probiere ich das jetzt nochmal. Vielleicht ist ja was getriggert. Aber wir haben dem Vogel das Maul gestopft, wortwörtlich. Eine Decke in den Schnabel gestopft. Das ist der Motorschlitten der zwei... Nee, ich glaube, das bringt jetzt hier nichts. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück zu Igor. Vielleicht gibt er mir zum Dank jetzt ein paar Schneeschuhe. Vielleicht ist er doch kein so übler Charakter. Schauen wir mal. Oh, das sieht schon... Ich finde, das sieht dafür, dass es halt so ein PS2-Spiel ist, schon sehr beeindruckend aus. Oh, echt? Muss ich jetzt alles zurücklaufen? Ich hätte bestimmt eine Abkürzung nehmen können, ne? Doof. Richtig doof. Naja, egal. Na, Igor. Bergov. Igor? Ja? Motorschlitten. Funktioniert Ihr Motorschlitten noch? Ja, zum Glück. Weil sonst... Ich würde mir Ihren Motorschlitten gern mal ausborgen. Und auf den Hügel hochfahren. Der Hang ist zu glatt. Das Ding kommt da nicht hoch. Sie müssen schon laufen. Mit Steigeisen. Ihre Schuhe mit den Steigeisen. Leihen Sie mir die mal aus. Bloß nicht, mein Fräulein. Der Ivan würde böse. Aber Ivan ist doch gerade nicht hier, oder? Warum bleiben Sie hier, Igor? Die Geister halten mich fest. Sie sind erbost, wollen mich hier behalten. No. Es ist vorbei, Igor. Die Geister sind weg. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen gehen. Nein, nein. Hör sie noch heulen. Hören Sie doch genau hin. Sie sind weg, Igor. Dank mir. Nein. Ich höre sie nicht mehr. Siehst du? Sag ich doch. Jetzt sollten auch Sie diesen Ort verlassen. Und mir vorher die Schuhe da lassen. Danke, mein Fräulein. Vielen Dank. Ich gehe. Ich hab Hunger. Mir ist kalt. Ich gehe nach Hause. Richtig so. Wohin gehen Sie denn? Also, viel Glück. Aber warte. Fährt er jetzt ohne seinen Bruder? Ey, lass mir die Steigeisen da. Tschüss. Ja, toll. Du Arsch. Hat er vielleicht jetzt irgendwas da gelassen? Okay. Sehr seltsames Labyrinth hier. Hier liegt doch bestimmt irgendwas rum. Hä, wie soll ich denn jetzt aber sonst dort hochkommen? Hier muss doch irgendwas sein jetzt. Ich sehe es vielleicht einfach bloß nicht. Oh, das wäre ja fies. Das wäre ein bisschen fies. Warte mal, der ist ja jetzt hier drüber mit seiner Spur. Vielleicht ist er jetzt... Ah, sieh mal an. Oh, eine Eule.
Komischer Vogel, diese Schneeeule. Na, scheint uns zu verfolgen, ne? Irgendwie. Die Steigeisen, sehr schön. Danke, Igor. Damit kann ich den Hügel hochklettern. Sehr schön. Jetzt. Ich warte irgendwie drauf, dass jetzt ein großer Felsen von oben herunterfällt und uns plattwalzt. Oh Gott, hier ist ja alles voller Knochen. Obwohl, stand das nicht auch in dem Buch? Spektakulär. Na, na, na. En garde. Zurück, zurück! Ich sehe mich mal in Ruhe hier um, während du hier, ne? Bleiben Sie, wo Sie sind! Was denn? Muss ich denn jetzt überreden? Oder was? Ich wollte mir... Ha! 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 Ach komm! Mensch, passen Sie doch auf! Nimm mal deine Nadel weg hier. Ich wollte noch mal gucken, ob ich mich irgendwie verteidigen kann. Schwertkampf! Na gut, dann reden wir halt... Sieh an, Kate Walker! Die furchtlose Kate Walker! Was haben Sie mit Hans angestellt? Wo ist er? Der Alte hat sich verdünnisiert. Verschwunden, der Gnom. Ja, ja. Mit Ihrem Bruder Igor, stimmt's? Ey, sag mal, hat der Sie durchgelassen? Ich dachte, der Blödian schiebt Wache. Ihr Bruder hat beschlossen, das Zweite zu suchen und Sie zurückzulassen, Ivan. Tü-tüm. Weg. Tatsächlich. Nun, so bin ich ihn los. Der Fettwanz wäre mir sowieso nur zur Last gefallen. Was für ein Arsch. Der ist ohne dich echt besser dran. Antworten Sie, Ivan. Wo ist Hans Vorarlberg? Ich sagte es doch schon. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Vielleicht haben ihn die Bären gefressen. Wen kümmert's? Sie widern mich an. Warum sind Sie nur so, Ivan? Schlechte Kindheit? Das Elfenbein, meine Liebe. Das Mammut-Elfenbein. Der Alte war so gut, mir den Weg zu zeigen. Jetzt bin ich reich! Na, von mir aus, dann... Aber lass uns doch wenigstens gehen. Wir wollen ja nichts davon. Hören Sie, Ivan. Das Elfenbein interessiert mich nicht. Ich will bloß Hans wiederfinden. Lassen Sie mich gehen. Komm nicht in die Tüte. Bei der ersten Gelegenheit knallen Sie mich doch ab. Ist eine Überlegung wert. Und darf man wissen, worauf Sie hier warten? Ihr Freund meint, die legendäre Stadt der Yukol ist hier in der Nähe. Also warte ich und halte Ausschau. Mhm. Aber Hans ist doch sicher in Gefahr. Tja, was kümmert's mich? Was für ein Arsch. En garde! Keinen Schritt weiter! Wo ist Hans? Irgendwas muss ich ja jetzt hier machen. Bleiben Sie, wo Sie sind! Irgendwas muss ich damit machen. Plan vom Zug, Angelführer. Ich habe noch die Matroschka. Bleiben Sie! Keine Ahnung. Wisst ihr die? Keinen Schritt weiter! Ist ja gut. Gut, vielleicht sollen wir auch einfach hier warten. Nee, ich denke mal, ich soll irgendwas... Nicht mit mir, Siluda! Siluda? Mensch, passen Sie doch auf! Siluda! Hey, Sie da, Luda! Ich bin doch viel schneller als der, ganz ehrlich. Bleiben Sie! Was soll ich denn damit machen? Bleiben Sie, wo Sie sind! Ist ja gut. Süßigkeiten? Ha! Wo ist Hans? Tja, was soll ich denn jetzt machen? Guck mal, hier sind solche...
Ich habe halt leider nichts mehr, was wir verwenden können, oder? Das bringt uns auch nichts. Ich kann ihm ja auch nichts geben, so richtig. Wir können jetzt höchstens alles mal durchprobieren. Ha! Wo ist... Aber da fängt er mal an, mich anzugreifen. Das macht richtig die spannende Stimmung kaputt hier. Irgendwas muss ich doch hier mitmachen. Bleiben Sie... Mensch, passen Sie doch auf! Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Irgendwas sollen wir mit dem Schlitten machen. Was habe ich denn noch so? Zeitung? Nee. Notizen des Mönchs. Das können wir höchstens nochmal probieren. Bleiben Sie, okay, wo Sie... Okay, alles klar. Ist ja gut. Nee, warte mal, vielleicht können wir Mama anrufen. Nee, wir rufen mal Oskar an. Das könnte eine Möglichkeit sein. Oskar, Ivan steht vor mir. Er bedroht mich. Kommen Sie mir helfen, ich bitte Sie. Das hat er jetzt nicht gehört, ne? Ich fürchte, meine abschreckende Wirkung hält sich in Grenzen. Ja, vielleicht. Aber dann versuchen Sie es doch mal mit List. Ich muss auf den Zug aufpassen. Oskar, kommen Sie sofort hier hoch. Der alte Angsthase. Hochkommen. Es liegt jede Menge Schnee, Kate Walker. Sie wissen doch, dass das meinen Räderwerken nicht gut bekommt. Oh. Dieser Mensch schreckt nicht davor zurück, mir den Schädel einzuschlagen. Helfen Sie mir gefälligst, wenn Sie mich nicht als Brei vorwinden wollen. Ich werde sehen, was ich tun kann, Kate Walker. Machen Sie schnell. Na, jetzt bin ich gespannt. Hey, was ist das denn? Ich wollte zum Schlitten rennen. Ja, was wird's wohl sein? Keine Mätzchen. Sonst kann ich für nichts garantieren. Was will denn dieser Trottel? Tschüss. Ach so. Los, Kate Walker. Diesmal sind Sie zu weit gegangen. Ihre Reise endet hier. Und jetzt? Ah! Arr. Unser Detektiv ist dir auf den Fersen, Frau Walker. Sie werden Ihre Tochter in einigen Tagen wiedersehen. Das erzählen Sie mir bereits seit Wochen, Herr Marston. Frau Walker... Sie wissen gar nicht, wo sie zurzeit steckt. Kate, mein Engel, sie ist verschwunden. Wer weiß, was ihr passiert ist. Frau Walker, ich bitte Sie. Welche Idee, aber auch eine junge Frau bis nach Sibirien zu schicken. Das war nicht meine Idee. Herr Marston, ich mache Sie persönlich für das Verschwinden meiner Tochter verantwortlich. Hören Sie, so einfach kommen Sie mir nicht davon. Frau Walker, so hören Sie doch. Ich habe bereits zu viel auf Sie gehört. Nanü? Wer hat uns denn ausgezogen? Oh, cool. Ah, jetzt will ich mal wirklich wissen, ne? Wer hat uns unserer Kleidung beraubt? Wow. Oh, wo sind wir hier? Oh, ist das schön. Oh, ist das schön hier. Wo bin ich? Bin ich in Siberia? Hallo? Na, hallo. Hallo, ihr Süßen. Oh, seid ihr die Yukols? Guten Tag. Hunuk Mark Tuktut. Ach, süß. Ich heiße Kate Walker. Die Eisdecke ist eingestürzt. Wo sind wir? In Siberia?
Hier, Jukolstadt. Kate Walker ist sehr stark gefallen. Auf Kopf. Hast du mich ausgezogen? Haben Sie meinen Freund gesehen? Ein kleiner Herr, sehr alt. Ich kümmere Kate Walker, nicht kümmere einen Freund von ihr. Okay. Hier siehst du aber, sie sagt es ja selber, Hans ist ja auch so klein. Ist er vielleicht doch irgendwie mit den Jukols verbündelt? Ich suche Hans Vorarlberg. Wo kann er nur sein? Woher soll der das denn wissen? Hans hier. Ah, okay. Hans ist hier? Wo? Nicht zeigen, Hans. Er vielleicht. Ende von Reise. Oh. Was meinen Sie damit? Hans, viel krank. Wo ist er? Bei Schamanin. Für Reise in Ewigkeit. Oh nein. Nein. Ich muss ihn unbedingt sehen. Hoi, hoi. Ich nicht stören, Schamanin. Sie komisch. Mir macht sie keine Angst. Wo ist diese Schamanin? Hörst du Trommeln, Kate Walker? Okay, den Trommeln nach. Oh Gott, nein, ich will nicht... Ey, wenn Hans stirbt, ne? Großer Häuptling, habt ihr außer mir noch jemanden gerettet? Nein, Kate Walker allein. Kate Walker allein? Hm. Was ist denn bloß aus diesem Schurken Ivan Burgoff geworden? Gefressen von Geistern, Kate Walker. Hoi, hoi, hoi. Ich hoffe nicht. Aber er wird unter seinem Geiz... zugrunde gehen, habe ich so das Gefühl. Er hat jede Menge Elfenbein, aber sitzt damit fest. Der Zug kann nicht zurück, kann nur geradeaus. Mein Zug steckt fest. Können Sie mir helfen? Jukul schon oben. Ach so. Vielen Dank, großer Häuptling. Wie, Jukul schon oben? Aber was ist denn mit Oskar und allen... Wir sind also in der Jukul-Stadt. Du gestürzt. Jukol pflegen deinen Kopf. Ich, großer Häuptling. Danke. Vielen Dank. Wenn nun was mit meinem Kopf nicht in Ordnung ist, warum war ich dann nackt? Hm? Du kleines Ferkel. Leben Sie wohl, großer Häuptling. Ich kehre zu meinen Freunden zurück. Sie unser Gast, Kate Walker. Ey, dieses kleine Ferkel, ne? Ich glaube, der wollte nur mal gucken, wie wir unten drunter aussehen. Ja, Kopf ist kaputt, aber ich ziehe dich trotzdem ganz aus. Wenigstens muss ich ja nichts zensieren. Rentiergeweih. Nix mehr. Oh, das sieht so schön aus hier. Wir haben es endlich geschafft. Das muss doch jetzt Siberia sein, wenn das die Jukol-Stadt ist. Okay, mit dem Gewehr. Der ist so ein bisschen durchsichtig. Da sehen wir schon, da gibt es nichts zu machen. Hier ist noch eine Brücke. Oh nein, gut, da gehe ich später hin. Wenn das das Haus der Schamanin ist, mit ihren automatisierten Trommeln. Ich will mich natürlich erst nochmal richtig umschauen hier. Ich will alles genießen und... Oh. Ah, Mist, die Zeit. Muss auch bald mal wieder ein Folgenende machen, glaube ich. Aber erstmal gucken wir noch ein bisschen rum. Hier ist noch ein Fell und alles. Guck mal, hier ist doch noch eine Treppe. Wie komme ich denn da hoch? Gar nicht? Gott. Nee, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Also ich wüsste nicht wie, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht wie. Eine Stadt in ewigem Eis. Fast ein Grund, poetisch zu werden. Aber nicht heute und nicht hier. Oh, es ist auch so groß. Ich will hier alles... Oh, ich will alles erkunden und alles angucken und abarbeiten. Das geht noch einmal hier hin und dann geht es noch einmal hier hoch und... Ach nee, da können wir gar nicht hin. Was für ein gigantisches Teil. Haben die uns hier reingeholt? Scheint ja fast so. Kann's mir aber nicht so richtig angucken, oder? Bin mir nicht sicher. Was ich hier kann und was nicht. Anscheinend kann ich hier noch nichts machen.
Kann ich hier auch nicht rüber? Oder ist einfach nur wieder die Lupe ein bisschen doof? Na gut, okay. Dann gehe ich erstmal in die Richtung, aus der das Getrommel kommt. Zur Schamanin, die hier allen ein bisschen Angst einjagt. Beziehungsweise, nee, warte mal, ich will dann noch mal ganz kurz hier gucken. Oh, hier gibt es so viel zu entdecken. Wow. Oh, ich will auch dahin. Ich möchte da wohnen. Ich möchte dort einziehen. Guck mal, hier kann noch der Zug hin. Ich weiß, wir sollen erst zu Hans, aber ich will nicht. Ich glaube, hier kommt dann einfach nur der Zug an. Da müssen wir sowieso anscheinend noch hin später. Da hinten ist noch eine Höhle. Ich gehe jetzt erstmal kurz zur Schamanin. Ich mache das jetzt mal kurz und dann erkunden wir den Rest. Hallo. Hallo. Oh, sind die alle knuffig? Warum sind die alle so klein? Ich muss ja eine Riesin für sie sein. Oh, hier der Yuki. Na, mein kleiner Freund, haben sie dich eingesperrt? Armes Türchen, habe ich ganz schön in Gefahr gebracht. Das muss nicht mehr sein. Armes Türchen, habe ich ganz schön in Gefahr gebracht. Nee, habe ich ganz schön in Gefahr. Was soll ich jetzt machen? Armes Türchen. Ich dachte, ich kriege das vielleicht irgendwie auf. Armes Türchen. Zug? Nee. Oh, warum ist er jetzt hier gefangen? Das gefällt mir nicht. Ich dachte, er kann frei rum. Ach so, da sind ja noch mehr. Die habe ich gar nicht gesehen. Na gut, da hat er jetzt vielleicht ein paar Freunde. Die sehen ja komisch aus. Die sehen sehr seltsam aus. Warte mal, was ist denn da hinten? Ich gehe nur mal ganz kurz gucken. Ihr kennt das ja. Mal ganz kurz gucken. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Jetzt bin ich aber erschrocken, du. Was ist hier? Ich will nur mal gucken, ja? Oh, cool. Aber stimmt schon, ne? Wenn du hier kein Holz hast, alles ist gefroren. So viel zum Thema, ich gehe zur Schamanin. Dann kannst du ja nur Knochen verwenden. Oh, ist das gigantisch hier. Ich glaube, hier sollen wir noch nicht sein. Aber wie geil das einfach designt ist, ne? Ich meine, das ist PS2-Zeit, das ist so geil. Kommen wir jetzt wenigstens wieder zurück? Sind wir hier? Oh Gott, ist das riesig. Eieieiei. Finden wir ja gerade nicht so wirklich zurecht, du. Das funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es nicht. Und das? Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Frag mich nicht, irgendwas hochgezogen anscheinend. Ja, ja, irgendwie sowas. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Also ein Riesending, hier komme ich gar nicht lang irgendwie. Warum denn nicht? Ich will da lang. So, auf zur Schamanin. Was? Oh Scheiße, ich glaube. Oder? Bin ich hier richtig? Ich bin verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier ist wieder was anderes. Weil diese riesengroßen Mammutknochen. Oh. Oh. Oh Gott, und die Zeit läuft mir davon. Aber das muss schon mal sein jetzt. Ich meine, oh. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was hier abgeht, ne? Wo bin ich denn? Wenn ich es nur wüsste. Wie komme ich denn zurück? Ich will gar nicht hier sein. Ich wollte doch zur Schamanin. Scheiße. Oh, was ist das alles hier? Das ist ja gigantisch. Bin ich jetzt bei der Höhle oder was? Da hinten ist es doch die Höhle, oder? Ach
Ach so, hier bin ich ja, das ist die Höhle. So, jetzt gehe ich aber nochmal zum Schamanen. Jetzt aber wirklich. Entschuldigung. Aber ich bin dann immer so neugierig. Ich will dann mal alles auf einmal. Kann mich dann immer schlecht zurückhalten. So, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? War das hier hinten? Ich glaube ja, ne? Nee. Oder? Scheiße. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Warte, ich gucke nochmal hier. Ja, hier kommt das Trommeln her. Hier gehe ich jetzt mal hin. Ich würde in einem Pott gerührt. Was gibt es denn Feines zum Abendessen? Ich muss irgendwie hier lang. Ich hab keine Ahnung. Ja, hier, okay. Dieser Vogel folgt mir überall hin. Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Halt, warte. Ich frage mich, wozu das dienen soll. Das frage ich mich auch, aber das erfahren wir sicher noch. Ob er mir Hinweise gibt, der kleine Vogel? Hallo? Ah, mit dem kann ich sprechen. Garnemuk. Tuk. Was soll das bedeuten? Oh, warte. So. Kommt sie nicht vorbei, was? Okay, da komme ich nicht vorbei anscheinend. Nee, sie traut sich nicht. Ach, na gut, dann müssen wir anscheinend einen Weg finden, um die Trommeln abzustellen, was? Warte. Wofür habe ich eigentlich diese Matroschka? Soll ich die denen geben? Guck mal, die sieht doch aus wie diese kleinen Männchen hier. Hier, guck mal. Ich gebe dir das und du machst dafür die Trommeln aus. Garnemuk. Okay. Ja, gut, Leute, dann glaube ich, das wird die Stelle sein, an der ich jetzt ein Folgenende mache. Oh, ich bin schon total gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe ja auch. Das heißt, wir sehen uns vielleicht am Freitag wieder. Ich freue mich auf euch und sage bis dahin, macht's gut und tschüss.